Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gibt's ab sofort wieder ein neues Projekt auf meinem Channel, Inside. Ich weiß nicht, viele kennen sicherlich das Spiel, haben das hier und da mal gespielt. Richtiger Insider. Und ich hatte jetzt einfach mal Bock, neues Projekt zu starten. Nicht nur ganze Zeit hier Multiplayer, sondern einfach mal wieder neues Projekt. Mein erstes Projekt war ja World War Z. Müsst ihr unbedingt reingucken. Unbedingt reingucken, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Dann macht ihr das jetzt, genau jetzt. Ich warte ganz kurz. So, okay. Ja, und da habe ich mir mal gedacht, komm, das Spiel ist gerade kostenlos. Gibt's Game Pass. Und ich wollte mir das immer schon mal reinziehen. Und da ich das jetzt kostenlos downloaden konnte. Nee, Game Pass, sondern Goldmitgliedschaft. Ne? Falsche Information. Fake News von Trump schon wieder. Und ja, viel kann man hier auf alle Fälle nicht machen. Einstellungen, ja, Helligkeitssteuerung ist scheißegal. Profil könnte ich noch wechseln, laden und weiterspielen. Ich denke mal, das Projekt wird sich, glaube ich, nicht so lang ziehen. Ich glaube, 6 Stunden, aber ist ein bisschen Material und ich hoffe, euch gefällt. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Okay. Kann ja sein, dass der kleine Junge so ein paar Rückenprobleme hat. Hey, ihr Junge, steh mal gerade, ey. Mensch. So, wir sind jetzt hier im Wald. Und wollten eigentlich ihren Ruhm masturbieren, aber irgendwas ist passiert. Ich weiß leider noch nicht was. Aber werden wir sehen, vor allen Dingen, ey, was hält denn der mal davon, ins Solarium zu gehen? Das sagt der, ne? Der hier. Seht ihr jetzt vor allen Dingen mit Kontrast, also mit Sättigung. Ach, Kunde, ein Nachtgespenst. So, mal gucken. Ich bin echt gespannt, was jetzt so passieren wird. Hey, läuft doch mal ordentlich. Mädel, sieht doch aus. Wenn du Rückenprobleme hast, dann geh zum Arzt. Gönn dir Massagen, mein Guter. Gönn dir Massagen. Also, ja, spring ist einfach. Kann ich noch irgendwas machen? Im Busch kacken oder so, wenn ich mal muss? Nö, okay. Einfach in die Hose. Ich habe ja Pants an. Nimm mich mit! Ey, das sieht aus wie Gollum, ey. Mein Schatz! Mein Schatz! Oh! Hunde, ich dachte, da will ich jetzt überfahren, ey. Passt doch mal auf, Mann! Ich versteck mich hier! So, ich merke gerade. Bei euch Gauner. Ja, bevor gleich wieder Beschwerden hier kommen. Werde ich auf alle Fälle mal jetzt schon mal die Helligkeit ein bisschen hoch drin. Sonst seht ihr absolut gar nichts. Das kann ich ja jetzt einfach mal mitten im Video machen. Professionalität ist on point schon wieder. Ist wieder da. Ja, so seht ihr wenigstens was. Ich denke mal, YouTube wird das eh nochmal ein bisschen dunkler rendern. So. Ich hoffe, ihr seht was auf YouTube, ey. Sonst kriegst du die Krätze. Ja gut. Hallo? Aua! Ich will gar nicht wissen, was er jetzt gerade mit mir macht. Okay, gut. Vor den Typen müssen wir aufpassen. So. Muss leise hier runter. Nein. Ich möchte das nicht. Ja. Lauf mal weg von mir, du. Ganz schlimme Krankheiten, das wollt ihr noch nie haben. So, machen wir weiter. Wieso steht denn hier mitten im Wald ein Ofen? What the fuck? Das sind die Bäcker, Mann. Okay, ich denke mal, das wird der LKW sein. Scheiß Wand. Oh, ja, gibt's hier Wand. ich glaube, das wird der LKW sein, den wir gerade gesehen haben. Ja, das ist der LKW, den wir gerade gesehen haben. Muss ich irgendwas hier machen? Ah, das Ding umkippen. Kannst du mal das scheiß Ding jetzt hier umkippen? Du hast es gerade gemacht. Ah, jetzt. Danke. Ey, nicht so laut. Mädel. Haben wir was von Nachtruhe gehört? Autsch. So. Ja, storymäßig bin ich noch nie auf der Höhe. Also, ich weiß noch nicht so ganz, was hier passiert ist. Zumindest weiß ich, dass es böse Menschen sind. Und
habe mir jetzt einfach mal gedacht, komm, ich nehme das Ding mal mit, auch wenn ich das vielleicht gar nicht... Doch, ich brauche das sogar, siehst du mal. Geh doch mal da runter, Mann. Schieb die Kacke hier rein. So, und hoch hier. Wunderbar. Ich denke mal, wenn das Level abschnitten ist, werde ich die Aufnahmen immer so regeln. Geil, erstmal ein bisschen waschen hier. Oh, nicht waschen. Nein, aha. Böse Miezekatze. I, geh weg. Aha. Oh, Alter, Kunde. Ich bin ein Kind. Au. Damit kann der, ey, der Hund kann damit Leute töten, Mensch. Hat er sogar gemacht. Kein Respekt, okay. Machen wir ein bisschen hin hier. Nein. Wir kaufen nichts, wir wollen nichts. Ey, komm, bitte. Ah! Wow! Oh, du bist aber auch abgemagert, Mädel. Verstehe ich auch, dass du mich gerne essen willst. Geh weg, du Miezekatze. Nein, nicht darunter. Ekliges Ding. Mädel, die alle so aggressiv sein müssen. Will hier nur ein bisschen im Wald spazieren gehen. Willst du den Wald ein bisschen angucken? Kann ich hier runter? Ja. Ist nichts Gefährliches. Außer Skorpionen und Schlangen. Will doch nur ein bisschen den Wald angucken hier. Da wird man gleich hier verfolgt von irgendwelchen Leuten. Alter, mach was mit deinem Rücken. Das sieht sehr ungesund. Ach, nee, Mädel. So bin ich früher auch immer rumgelaufen. Der war, glaube ich, einfach zu oft am Handy, ne? Da müsst ihr euch vorstellen, der ist, gut, kann ich jetzt kaum zeigen, aber der ist immer so rumgelaufen. Immer so nach der Schule. Ach, scheiße. Mein Dorf wird angegriffen. Das ist nicht gut. Ah, scheiße. Ich muss gerade fighten. Ah, moin, jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, erstmal Wecker eingestellt, das wollte ich gar nicht. Ja. Klingelt gleich. Geh mal weg hier. So, danke dafür. So. Gut, den Wecker wollte ich nicht, aber, ne, um euch das mal zu zeigen, ne? Deshalb der krumme Rücken, wenn man die ganze Zeit so, rumläuft, ne? Dann hat man irgendwann Rückenprobleme. Oh, das ist ein Auto. Renn! Renn! Oh, Taschenlampe. Da! Seht mich gar nicht. Ich bin gar nicht hier. Fahrt einfach mal weiter. Also irgendwie jagen die Leute Leute. Leute von heute. Und wir flüchten. Logischerweise, weil wir nie gejagt werden wollen. Sehr brutale Leute auf alle Fälle. Finde ich ein bisschen, ja. Ein bisschen schweinig von den Leuten. So, er sieht mich da nie. Oh, doch. Oh, nee. Nee, mach das nie. Nee. Aua. Aua. Nein, ah, i. Oh, Ey, was ist denn los hier? Ich will doch nur den Wald erkunden. Wie geht denn das eigentlich? In der ersten Folge schon gefühlt 50 Mal gestorben. So, wir müssen jetzt abhauen. Gucken, dass wir jetzt hier nie wieder hinfallen. Aha. Und der schafft das nicht, oder was? Der ist zu dumm. Nee, oder? Oh. Ey, Kunde. Kannst du nicht einfach mich schießen? Damit kannst du Leute verletzen. Ich glaube, das will er sogar. Der will sogar Leute töten, aber nee. Muss ich hier einfach ganz langsam vorbei? Ja, das hilft da richtig. Geh mal weg. Mann, pack mich nicht an, ich bin erst 14. Du weißt, das ist eine Straftat, ne, was du hier machst. Verstehe ich jetzt hier nicht. Der Typ schießt jetzt hier auf mich. Ah, jetzt. Aha. Aha. Verarscht. Ich hab mich nur hinterm Wohnwagen versteckt. Da. Weg hier! Ah, traut euch nicht. Oh, wow. Oh, okay, Entschuldigung. Sind die gleich schießen, ey. Okay, ich werde verfolgt. Das ist schlecht. Oh, böse Miezekatzen. Böse Miezekatzen. Ey. Die sind ja aber auch aggressiv hier. Liegt vielleicht daran, dass hier kaum Farbe irgendwie vorhanden ist. Dass ich der Einzige hier mit Farbe bin, mit einem roten Pullover. Oh. Au. Die haben mich betäubt. Ist das so geplant? Ist das so? Nee, ist nicht so, nee, so nie geplant. Kann ich taugen? Schön, dass von dem Spiel so viel erklärt wird. Das finde ich echt gut. Hä? Mensch! Habt ihr Zielwasser gesoffen? Das geht doch nicht.
doch mal auf mit dem Scheiß. Mädels, ich will doch hier nur vorbei. Kann ich hier irgendwie tauchen, irgendwas? Meinen Kopf unter Wasser einfach halten? Aha, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ach, nach unten drücken, ja, das ist ja toll schwer, du. Vielleicht sollte ich das nicht hier direkt am Anfang machen, warte mal, weil der kleine Bubele kann vielleicht gar nicht so lange Luft anhalten. Ich hoffe, ich krieg irgendwie Signal, wenn der... Ja, okay, kriege ich. Sauerstoffmangel. Komm, zur Sicherheit tauchen wir nochmal. Nicht, dass die auf die Idee kommen, mal hier hinzuleuchten. Sehr dreckig, das Wasser. Sieht aus wie mal ein Badewasser. Sieht aus wie mein Badewasser. Na gut. Was ist das, ey? Ih. Ein Schwein oder was? Ist ja eklig. Hm. Ja, Schwein muss man haben, ne? Dass man nicht erschossen wird. So. Machen wir jetzt hier runter. Was wir auch müssen, weil wir können nur links und rechts laufen. Also zurück oder nach vorne. Bis jetzt zumindest. Ich glaube, es bleibt auch so. Ein Jump and One. Ah, die Grafik gefällt mir. Die Grafik sieht echt gut aus. Sehr farbenfroh vor allen Dingen auch. Sehr, sehr farbenfroh. Aber logischerweise, ne? Sind hier kaum Farben, weil das ist ein bisschen düster hier, das Spiel. Und der Fokus liegt da auf meinem Charakter. Deshalb hat er halt ein rotes T-Shirt oder Pullover. So immer der andere. Was ist das hier? Habt ihr gerade das komische? Komm, seht ihr das hier? Was ist das? Hör auf damit. Ja, war vielleicht nur ein. Ey, hier schon wieder. Sind das Glühwürmchen? Geht mal weg von mir. Eigentlich müsste man doch die ganzen Glühwürmchen einsammeln. Ich sehe das Glühwürmchen. Was ist denn das, Mädel? Die verfolgen mich. Geht weg von mir. Hallo. Mach die kaputt. Trete die tot. Keine Ahnung, was es sein soll. Irgendwas Ekliges. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Nix. Oh, Alter, wie ich... Nee, sind das so... Sind das Babyhühner? Keine Ahnung. Aber macht Sinn, ne? Weil wir gerade auf dem Bauernhof sind. Ihr sollt geschreddert werden! Oh, aua. Mensch! Geht weg von mir! Geh mal wieder hier ans Seil. So. Alle. Upsala. Oh. Was? Ist das Erste, was man macht, wenn man die Gegend nicht kennt, alles anpacken. Wenn ihr Knöpfe findet, wenn ihr irgendwann mal abhauen solltet oder sowas, ne? Erstmal. Ja, ich muss noch ein bisschen mein Bizeps und Trizeps trainieren. Mache das Ding an! Okay. Gut. Das Ding läuft! Oh, warte mal, ich muss noch ein bisschen hier... Ey, ich wollte weiter trainieren! Kann ich hier nie weiter trainieren? Ich spinne doch wohl. So, dann machen wir mal das Ding hier an. Hä? Ah, oh, nochmal. Hä? Das bringt mir jetzt was? Ah. Gut, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen, ne? Irgendwas wird das schon bringen. Das Ding muss hier runter. Feuer oder was es ist. Aber wie krieg ich das so runter? Weil das reicht irgendwie von der Kraft her nicht, oder?
mache das Ding jetzt runter. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich werde hier verfolgt, Mensch. Es wollen mich Leute töten. Ja, draußen schönes Wetter. Ne, draußen ist eigentlich gerade dunkel. Okay, irgendwie fehlt hier was. Hab ich hier was vergessen? Warte mal, hier ist eine Tür. Ja, ist mir scheißegal, dann laufe ich einfach hier lang. Ne. Ach so. Aha, kommt mal mit hier. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Oh ne, Alter, ne. Das ist nicht mein Ernst. Eieiei. Die müssen doch jetzt hier nie rein, oder? Ey. So brutal. Muss ich glaube ganz. Warte mal, ich muss die mal alle jetzt hier hinlocken und gleich die Maschine anmachen. Ich glaube, die werden dann hier reingezogen. So. Hier ist nämlich so ein Ding, so eine Öffnung. Ich glaube, da werden die jetzt rein. Ey, bitte nicht, ey. Boah. Ja. Achso, lol. Okay. Ich dachte, es wird jetzt ein bisschen brutaler. Ich habe einfach zu viele Horrorfilme geguckt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wenn der Typ nicht so fett wäre. Na gut. Bis auf die Rückenprobleme geht es uns eigentlich relativ gut. Bis jetzt noch. Ne, wir haben ja eh mehrere Respawns. Okay. Schweine, ich komme! Beinmuster haben. Muss doch trotzdem wehtun, ey. Die Leichen sind noch steinhart. Kannst du das Ding mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Seid ihr eh tot? Sorry. Da ich euch auf euch so rumtrampel. Naja, mal gucken. Und das hier. Eklige Regenwürmer, verpisst euch. Was für Dinger, ey. Guck mal, was hier für ein Öschi rumliegt, ey. Aus wie mein Bandwurm, den ich gestern rausgezogen habe. Naja, gut. Warte mal. Oh, hallo. Was ist das für ekliges Wasser? Weg. Weg mit der Suppe. Klettern wir mal hier rüber. Man kann mal hier ein bisschen die Sonne scheinen, mal ein bisschen freundlicher, ne? Guck mal, da ist ein Wurm im Anus. Sehr eklig. Der bewegt sich auch mit mir zusammen. Fühlt. Na, mach weiter so. Ich hab's nicht. Ei, Junge! Ey, was ist denn los bei dir? Ey, Tollwut! Der Tollwut! Mach das mal kaputt. Ja, sehr gut. Piss dich. Mann, verpiss dich, hab ich gesagt. Ich hab den ganzen Tag mit der Zeit. Au! Haha. Ai. Ai, Alter. Das ist eklig. Guck mal, jetzt ist Schweinchen lieb. Komm mal her. Das sieht irgendwie leicht falsch aus. Na ja, gut. Komm mal her, Mann. Du kommst jetzt hierher. Und das... Oh. Okay, ich kann jetzt... die anderen steuern. Entschuldigung. Ich hoffe, du hast eine gute Unfallversicherung. Sehr krass. Sehr krank, ey. Nimm mir das hier auf. Krieg mal auf mit den anderen. Ne, obwohl. Ja, könnt ihr mal mithelfen? Paulins Säcke. So, jetzt haben wir, sind wir zu viert hier. Krasse Scheiße, ey. Guck mal, wir können die jetzt einfach mal so steuern, ey. Sind wir ein Forschungsexperiment? Oder sind das hier alle so Experimente? Und das Experiment ist vielleicht schiefgelaufen? Oder der kleine Junge ist einfach nur abgehauen?